In diesem Video möchte ich dir eine Geschichte erzählen, eine wahre Geschichte, die zum Anregen, die zum Nachdenken anregen darf. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Vielen herzlichen Dank für deine kostbare Lebenszeit. Ich bin Sophie, ich bin Buchautorin, ich bin Reiki-Meisterin und vieles mehr. Und heute habe ich, wie bereits im Vorspann angekündigt, eine wahre Geschichte für euch zum Nachdenken. Die Geschichte handelt von einer Freundin von mir. Ich möchte sie jetzt einfach mal Sarah nennen. Und ja, ich denke mir, ich beginne einfach mal mit der Geschichte und nach der Geschichte möchte ich dann ein paar Worte zu dieser Geschichte sagen und warum ich sie euch auch erzähle. Ja, ihr könnt euch ja auch ein Getränk nehmen, so wie ich. Ich habe hier meinen Tee, der ist schön warm. Ich war nämlich jetzt gerade draußen und ja, aber lass uns loslegen mit der Geschichte. Es war einmal ein Mädchen namens Sarah. Sarah war 15 Jahre alt und wog um die 65 Kilo. Sie war auch relativ klein und für ihr Alter etwas mollig, wenn man es so möchte. Sarah liebte es einfach zu essen und achtete nicht sehr auf ihre Körperlinie. In der Zeit war es so, dass ihr Umfeld ihr die ganze Zeit sagt, dass sie nicht so viel essen soll. Und Sarah beschloss dadurch dann abzunehmen. Sie wollte das nicht mehr hören. Sie beschloss, eine radikale Diät zu machen und nahm eben ab. Sie nahm 20 Kilo ab, ja. Und wir erinnern uns, die Menschen haben ihr, bevor sie abgenommen hat, gesagt, bitte iss nicht so viel. Auf jeden Fall hat Sarah in einem halben Jahr um die 20 Kilo abgenommen und war auf einmal wirklich ganz schlank und für ihr Alter fast schon, ja, sie war nicht untergewichtig, aber sie war auf jeden Fall sehr schlank. Und sie fühlte sich auf jeden Fall ganz wohl in ihrem Körper und dachte sich, ach ja, jetzt habe ich den perfekten Körper. Jetzt werden alle sagen, wow, siehst du toll aus. Jetzt hast du 20 Kilo abgenommen. Wow, ist das ein Erfolg. Ja? Nur leider war das nicht das, was Sarah erfahren durfte. Sarah erfuhr nämlich das Gegenteil. Kaum hatte sie 20 Kilo abgenommen, wurde Sarah permanent gesagt, dass sie so dünn ist, dass sie mehr essen soll, dass sie vom Fleisch fällt, weiß der Kuckuck was, dass sie mehr eben essen soll und dass es jetzt schon nicht mehr gesund aussieht. Und ja, Sarah verstand die Welt nicht mehr. Sie dachte sich, ach Gott, jetzt habe ich 20 Kilo abgenommen und jetzt bekomme ich immer noch solche Kritikpunkte. Das war für Sarah einfach ganz schwierig. Und das brachte sie dazu, dass sie dann in eine Depression verfiel. Und ja, irgendwann hatte Sarah dann aber doch geschafft, dass sie ihr Selbstbewusstsein aktiviert hat und dass sie gelernt hat, ihren Körper wirklich anzunehmen, wie er ist. Für Sarah ist es dennoch wichtig, dass sie eine schmale Taille hat. Sie möchte auf jeden Fall schlank sein, aber sie hat gelernt, dass es wichtig ist, nur dass man auf sich selbst hört. Und mittlerweile hat Sarah ein wunderschönes Leben und hat ihren Körper akzeptiert. Ja, das war die Geschichte. Ich habe mich versucht, kurz zu halten. Und die Moral der Geschichte könnt ihr euch wahrscheinlich denken. Die Geschichte zeigt ja ein Mädchen, das so erst ein bisschen bummelig ist, also ja, die nicht ganz der Norm entspricht, wo die Menschen sagen, iss nicht so viel und Ding. Und dann kehrt sich das um, dann nimmt diese Person, in dem Fall die Sarah, ab
und sie ist auf einmal ganz dünn und die Menschen sagen ihr wieder, iss mehr, du fällst doch vom Fleisch. Und was zeigt uns das jetzt? Das zeigt uns, dass es immer, 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 immer Menschen geben wird, die deinen Körper da zum Beispiel jetzt nicht akzeptieren werden oder die immer irgendwas auszusetzen haben. Ich habe jetzt einfach mal dieses Beispiel mit dem Körper genommen, weil das in der Gesellschaft auch so sehr verbreitet ist. Ich habe erst gestern wieder ein Gespräch von zwei Frauen mitgehört, wo über das Abnehmen gesprochen wird, und mich schockiert das mittlerweile, ehrlich gesagt, wie stark das verbreitet ist. Und ich komme leider auch aus einer Familie, wo das Abnehmen auch ein großes, großes Thema ist. Auch ich hatte mit dem Abnehmen früher zu kämpfen, bis ich dann meinen Körper angenommen habe, wie er ist. Ich bin jetzt nicht die Norm, ich bin vielleicht ein bisschen mollig, wenn man es so möchte, aber das Gute ist, ich fühle mich wirklich wohl in meinem Körper und ich habe mich akzeptiert, so wie ich bin. Und ja, das ist doch das Wichtigste, genau. Aber zurück zu Sarah, das ist wie gesagt eine wahre Geschichte, so ging es einer Freundin von mir. Und die Geschichte zeigt uns einfach nochmal, wie gesagt, mehr, dass wir auf unsere Bedürfnisse achten dürfen, dass wir wirklich das anziehen dürfen, was uns gefällt, das essen dürfen, was wir möchten. Natürlich sollte es immer im Maß sein, dass wir es nicht übertreiben, weil Übergewicht kann natürlich dann auch ungesund sein, aber genauso auch das Gegenteil, also die Magersucht. Und ich finde einfach das ganz wichtig, dass wir lernen und so akzeptieren, wie wir sind. Und so zu akzeptieren, wie wir sind. Und ich finde, an der Geschichte kann man das ganz gut erkennen, dass es leider immer wieder Menschen geben wird, die das, was du machst, nicht akzeptieren werden oder die ja einfach jetzt vielleicht nicht so schön finden werden. Weil auch bei der Sarah, also erst haben die Menschen sie nicht so schön gefunden, weil sie etwas dicker war in den Augen des Umfeldes, dann wiederum war sie so dünn und man konnte es niemandem recht machen. Deswegen ist es einfach so wichtig, dass wir uns selbst lieben, dass wir unsere Körper wertschätzen, dass wir unseren Körpern das geben, was sie benötigen, dass wir die Selbstliebe wieder etablieren in der Gesellschaft. Ich finde das ganz, ganz, ganz wichtig. Und ich finde es leider sehr tragisch, wenn ich ehrlich sein soll, was uns die Medienwelt vorgaukelt. Natürlich nicht alle, aber viele Medien berichten immer von den Models, die ganz schlank sind und die ein wunderschönes, glänzendes Gesicht haben. Und das ist leider nicht die Realität, denn auch die Models haben nicht immer eine ganz glatte Haut. Da gibt es ganz viele Filter, die diese Menschen anwenden. Und ja, aber mehr möchte ich jetzt auch gar nicht zu der Geschichte sagen. Ich möchte dir einfach nur mitgeben, dass du darüber nachdenken kannst. Und die Moral der Geschichte, wie gesagt, ist, dass wir bereits jetzt perfekt sind, so wie wir sind. Dass wir gut so sind, wie wir sind. Perfekt müssen wir ja gar nicht sein. Gut genug reicht. Und das sagt die Geschichte für mich aus. Und tatsächlich hat mich das auch damals sehr berührt, als mir das meine Freundin erzählt hat. Also ich war ja auch dabei, als sie abgenommen hat, und ich habe sie immer, immer, immer akzeptiert. Und ich habe das aber auch gemerkt, wie das Umfeld damit umgegangen ist. Und ich fand das ganz, ganz, ganz schrecklich. Und deswegen ist mir das auch so wichtig, die Geschichte in die Welt zu tragen. Und ja, genau. Das war's heute auch schon mit dem Video. Also denkt drüber nach und nochmal, ich möchte es nochmal wiederholen. Du bist gut genug, so wie du bist. Und ja, auch heute möchte ich euch mein neues Buch natürlich empfehlen. Liebe ist überall heißt mein Buch. Also so neu ist es ja gar nicht mehr. Es ist letztes Jahr im Dezember rausgekommen. In dem Buch wirst du auch einiges über mich persönlich erfahren und wie ich es geschafft habe, mich mehr zu lieben. Du kannst es mittlerweile auf Etsy bestellen. Es kostet dort 21,80 Euro. Ja, das war's auch schon mit dem Video. Ich würde mich, wie gesagt, freuen, wenn du dir mein Buch bestellst. Da stehen noch andere viele wertvolle Tipps, wie ich finde, drinnen. Und es ist auch nicht so dick. Ich habe es euch auch schon öfter gezeigt. Es hat 137 Seiten, glaube ich. Ich schaue mal nach.
132 Seiten mit der Danksagung. Und wie gesagt, es ist über Etsy bestellbar und kostet dort 21,80 Euro. Und ja, ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, habt einen wunderschönen Tag, genießt es noch und habt es fein und tut euch selbst was Gutes. Und ja, genau. Ich freue mich natürlich, wenn euch die Geschichte gefallen hat, wenn ihr mir ein Like gebt und wenn ihr mir vielleicht eure Erfahrungen in die Kommentare schreibt und ob ihr das vielleicht auch erlebt habt oder so. Das würde mich sehr interessieren und ich freue mich einfach mit euch zu connecten. Und ansonsten bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, eure Sophie. Tschüss! Und jetzt trinke ich meinen Tee. Der wird nämlich schon langsam kalt. Herrlich. Tschüss!